Was ein Jahr 2022. Und in diesem Video mag ich dich mal ganz kurz so ein bisschen nur mit reinnehmen, was ist dieses Jahr so bei uns passiert. Und vor allen Dingen mag ich dir aber erstmal Danke sagen. Danke für all das, was du auch hier leistest. Für das Anschauen unserer Videos, unserer Podcast-Folgen, für das Zuhören und fürs Zuschauen, fürs Kommentare schreiben oder auch fürs stille ja, Mitmachen. Und dafür einfach mal vielen Dank an die ganze Community, an die ganze Mobbing-frei-Community. Sei es Eltern, die hier fleißig mitmachen oder aber auch mal die ein oder anderen Jugendlichen, die sich hier unsere Videos anschauen und sich auch hier inspirieren lassen. Danke für über 50.000 TikTok-Follower, über 10.000 auf Instagram und knappe 10.000 auf YouTube und ganz, ganz viele wundervolle Menschen, die ja unsere Vision teilen. Anders ist das neue cool, raus in die Welt zu bringen, zu verstehen, hey, dass es darauf ankommt, dass es doch viel cooler ist, gemeinsam loszuziehen für ein abenteuerliches und würdevolles Leben, anstatt sich dauernd irgendwie auszugrenzen, weil wir so sind, wie wir sind. Anstatt wir anfangen, diese Einzigartigkeit zu erkennen, dafür loszuziehen und zu nutzen. Dafür danke, dass du deinen Teil dazu beitragst, als bewusstes Elternteil, als Kind, als Jugendlicher und dafür losgehst und uns unterstützt mit den Klickzahlen und gleichzeitig aber auch dafür einstehst und sagst, und ich mache etwas dafür. Ich schaue nicht weg, ich schaue hin. Und dafür vielen Dank, weil ohne dich wäre das all das hier auch überhaupt gar nicht möglich. Und wir sind 2022 auch wieder gewachsen. Das Team hat fleißig Zuwachs bekommen. Wir haben... Und jetzt aufgepasst, wir haben unser allererstes Offline-Event gemacht. Aus dem ganzen Online, was wir gemacht haben, wurde auf einmal was Handfestes. Menschen, die sich anfassen konnten, die mich anfassen konnten und wo wir uns gegenseitig umarmen konnten. Ein abenteuerliches Erlebnis hatten, 1,5 wundervolle Tage am Bodensee. Und den Trailer dazu findest du auch auf YouTube, falls du da nochmal so Einblicke haben möchtest. Auf meinem YouTube-Kanal Jannik Heile und dann bekommst du auch mal so ein bisschen den Vibe rüber, was wir da so erlebt haben und gemacht haben und wie viele tolle Familien und Jugendliche dort vor allen Dingen an unserem Event waren. Und das war so für mich auch das absolute Highlight dieses Jahr, dieses Offline-Event bei uns hier am Bodensee stattgefunden, mit einem am Abend noch einem Lagerfeuer zusammen gemacht, wir haben Blödsinn gemacht, wir haben gespielt, wir haben an uns gearbeitet, wir haben Workshops gemacht und haben aber auch gleichzeitig im nächsten Moment gemeinsam Mittag gegessen und gequatscht und über Gott und die Welt gesprochen und unsere Träume uns ausgetauscht. Und das war für mich das absolute Highlight und für das ganze Team das Highlight. Und alle, die dabei waren, die können bezeugen, das war das Highlight des Jahres. Und alle Eltern und Familien reden heute noch davon. Und gleichzeitig, um euch da mal so ein paar Zahlen mitzugeben, was wir mit unseren Trainings erreicht haben, wir haben knapp 100 Jugendliche erfolgreich raus aus dem Mobbing gebracht. Das mag jetzt vielleicht keine große Zahl sein, für mich ist es eine gewaltige Zahl, weil es ist ein Anfang. Es ist wieder ein Schritt weiter. Und übrigens haben wir ganz viele Tausenden Familien und Jugendlichen den ersten Schritt gezeigt Richtung mobbingfreies, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Und ich glaube, dafür haben wir dieses Jahr gute Arbeit schon mal geleistet. Und der Verdienst geht nicht nur an mich, sondern glaube ich auch an das ganze mobbingfreie Jannik Heile Team. Und deswegen würde ich euch auch total gerne mal einladen, wenn ihr für euch, nicht nur mal mir, sondern all den Menschen, die auch das hier alles ermöglichen, mitmachen. Vielleicht wollt ihr hier gerade mal ein bisschen Liebe schenken und schreibt auch gerne mal in Kommentare ein paar Herzen oder ja, was auch immer ihr wollt, weil dann zeigt ihr auch den Leuten, die hier hinter der Kamera alles auch so möglich machen, so, dass die auch gesehen werden. Und dafür auch vielen Dank an das ganze Jannik Heile Mobbingfrei-Team, was mich tagtäglich dabei unterstützt, diese Vision, bam, durch den deutschsprachigen Raum zu katapultieren, damit niemand mehr um dieses Thema herumkommt. Ich bin der Überzeugung davon, man kann auch diese Themen Selbstbewusstsein, Liebe, Glücklichsein, Spiritualität und alles, was es da irgendwie mit auf sich hat, auf eine lässige, coole, moderne Art rüberbringen und muss nicht alles so Hokuspokus sein, sondern man kann cool sein und gleichzeitig trotzdem über die Liebe sprechen und weinen und sich verbunden fühlen und im nächsten Moment sich vielleicht, ja, aber auch wieder anschreien dürfen. Und alles hat Raum, weil alles, beide Seiten der Medaille, es immer irgendwo natürlich gibt. Positiv und negativ. Und nur weil es ein Nein gibt, wissen wir auch, dass es ein Ja gibt. Und beides hat aber eine Wichtigkeit und eine Wertigkeit, die im Gleichgewicht sein darf. Und ja, in diesem Sinne, das waren mal so ein paar Einblicke, so ganz besondere Sachen. Aber hauptsächlich wollte ich einfach nur mal hier ein tiefes Dankeschön aussprechen, wieder für ein Jahr lang voller Begleitung hier. Und unserem Workshop, an unseren Familienseminaren, die wir, ich weiß gar nicht, wie viele Familienseminare wir dieses Jahr gemacht haben. Aber auf jeden Fall einige, ich glaube 15 Stück oder so. Also echt Wahnsinn. Und 2023 dürft ihr euch anschnallen. Anschnallen, warum? Da passieren ein paar echt coole Sachen. Wir haben ein paar coole Dinge vor hier im Team, die wir gerade schon dabei sind aufzubauen. Und deswegen schon mal vorweg. 15. Januar. Schreibt euch das im Kalender ein. Streicht euch den Tag
droht. Warum? Neujahres-Familienseminar-Spezial. Das wird der Hammer, das wird der Wahnsinn. Und auch hier wieder, das Ganze findet übrigens mal so am Rande kostenlos statt. Geschenk. Geschenke dürfen angenommen werden. Und in diesem Sinne, ich würde sagen, wir sehen und hören uns hoffentlich ganz bald wieder in einer Podcast-Folge, in einem YouTube-Video, sehen uns vielleicht aber auch in meiner Instagram-Story wieder, oder vielleicht sehe ich dich und lese ich vielleicht auch dich und deinen Namen mal irgendwann in unserem Chat beim Familienseminar. Und in diesem Sinne würde ich sagen, alle Infos dazu findest du unten in den Links oder in der Beschreibung, wo auch immer du gerade dieses wundervolle Video hier anschaust. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für ein wundervolles 2022 und auf ein noch grandioseres 2023. Lass uns auch hier gemeinsam wieder losziehen für ein abenteuerliches, würdevolles und magisches Abenteuer. Und möge 2023 auch alles, was es mit sich bringt, ja, einfach mal alles auf uns zukommen lassen. Und möge auch hier wieder die Liebe mit uns sein. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Tchau.